Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich zock das Spiel bei Mutant. Das letzte Mal haben wir Witz kennengelernt und haben auch, ja, wo ist es? Ein Mecha Fingro repariert. Wir können das jetzt als Fahrzeug benutzen. Das Geile ist, man kann das als Fahrzeug benutzen und es kann schießen. Ich bin gespannt, wie viel Schaden es macht. Die Schmierkanne findet Schuf an der Endhaltstelle. Das ist so cool. Das ist die Endhaltestelle. Bestimmt triffst du hier auf Schuf. Hey, warte. Okay, nee. Nein. Oh Gott, das war richtig knapp. Hallo? Ich bin nicht mal drin, aber okay. Ich will meinen Glibbergleiter rufen. Nee. Sorry. Dreh den Griff des Kontrollkastens. Damit nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Easy. Verkabelt und einsatzbereit. Passt gut. Damit siehst du bereit aus. Sieht irgendwie gut aus. Jo, so ein komplettes Samurai-Set bekommen. Nice. Leider grün. Du musst den Globus drehen. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Das ist ein bisschen schwierig. Ah, doch. Geschafft. Dies könnte der Anfang vom Ende sein. Von allem. Tschuf. Masato Kuntoba. Chuf wusste, du würdest eines Tages zu ihm kommen. Du musstest bloß dem Stahlweg folgen. Auch wenn die Gleise rosten mögen, führen sie am Ende alle zu ihm. Behauptet, Gleise sind wie Regeln. Wenn man ihnen folgt, wie es gedacht ist, kann einem alles Gute entgegenkommen. Sagt, du bist den Gleisen dahin gefolgt, wo du sein musst. Doch sie besitzen auch Weichen. Die Frage ist, ob du nun auf deinem Gleis bleiben wirst oder versuchst, es zu wechseln. Du scheinst bereits auf dem richtigen Gleis zu sein. Er hofft bloß, dass du nicht auf ein finsteres Nebengleis gerätst. Wohin du auch fährst, du sollst wissen, dass die Gleise dich nie in die Irre leiten werden. Bleib auf ihnen. Dann bringen sie dich genau dahin, wo du sein sollst. Möchte wissen, ob du es je bereut hast im Leben, keine andere Schiene genommen zu haben. Bereut? Wenn du zurückgehen einiges. Würdest du die Schiene wechseln oder weiter auf der gleichen Schiene fahren? Meine Schiene ist die richtige. Ihm gefällt deine Selbstsicherheit. Du wirkst wie ein Tuk-Tuk, der nur vorwärts fahren kann. Die Welt scheint das Gleis gewechselt zu haben. Nun fährt sie wieder aufwärts. Kann dir gar nicht genug danken, dass du auf die Bremse getreten bist und den Rückwärtsgang eingelegt hast. Aber er will nicht abschweifen. Ist erstaunt, so weit draußen jemandem zu begegnen. Doch manchmal bringt der falsche Tuk-Tuk einen an den richtigen Ort. Wie du siehst, hat er nicht geplant, hier anzuhalten. Doch nun freut er sich, dich zu sehen. Er sagt, sein Name ist Chuf-Chuf.
Seit die Welt begann zu sterben, fährt er auf dem falschen Gleis. Doch er hat seinen Verstand darin geübt, ungeachtet der Situation positiv zu bleiben. Ich gehe meinen eigenen Weg. Findet, das ist in Ordnung. Doch es gibt keinen Weg in dieser Welt, den nicht schon jemand beschritten hat. Diesmal ist er jedoch auf ein Nebengleis geraten. Er braucht eine Flügelmutter, um zurück aufs Richtige zu kommen. Flügelmuttern sind leicht zu finden. Sie stecken an jedem Tuk-Tuk-Zieher da draußen. Es ist bloß schwer, sie abzukriegen. Daher ist er froh, dass du das für ihn übernimmst. Okay, ich könnte es versuchen. Er wusste, du würdest es tun. So wie er weiß, wohin jedes Gleis führt. Oh, 1000 Meter. Ich kann auch nicht schnell reisen. Oh mein Gott. So, jetzt sind wir da. Der Flügelmutter-Tucker-Tunnel. Der geht ewig so weiter. Okay. Alte Weltgerät, nur für 2. Und weitere Loot muss man finden, Also gibt es zu finden. Meine Kamera ist wieder ausgegangen. Ist das ärgerlich? Du hast ein Schild. Bringt dir aber nichts. Ist der cool. 2500 Damage. So. Wo kann ich jetzt hoch? Ah, da. Und Flammenwerfer. Hart erwischt. Echt heiß. Ein Kompo. Alle down. Alle down. So, Das ist furchtbar. Zuerst looten. Wo du hintrittst. Hier unten bist du zugleich geschützt. Und gefangen. Guter Treffer. Aua. Hä? Das ist ein Typ, der gerade explodiert. Wow. Er macht einen auf Kamikaze. So. Ah, okay. Oh, das war's. Lul. Okay. Ich hab's verstanden. Und wieder zurück. Oh, da gibt's was ins Fang. Das solltest du gebrauchen können. Okay. Zum Glück kann ich hier schnell reisen.
Aber ich hatte das Gefühl, dass das Spiel jetzt nicht so lange geht. Ich meine, noch zwei Weltenfresser-Filme noch und ja, ich glaube, da bin ich durch. Und der Klankrieg ist schon längst vorbei. Und ja, ich denke ja nicht, dass dann was groß passieren wird. Sieht aber. Tschuf Tschuf meint, er wusste, du würdest vorbeikommen. Wenn jemand bei ihm Halt macht, dann aus gutem Grund. Doch er weiß, dass sich ein Gleis nicht von selbst schmiert. Er trennt sich gerne von dieser Schmierkanne, weil er glaubt, dass du damit alles, was feststeckt, wieder in Bewegung bringen kannst. Möchte, dass er für den Notfall dort bleibt, hat jedoch gemerkt, dass dieser längst überfällig ist, da die Welt bereits untergeht. Tschuf Tschuf sagt, du kannst die Schmierkanne gerne haben. Er ist überzeugt, dass du es gut gebrauchen kannst, denn es gibt da draußen viele Klemmis, die aufgeschmiert werden müssen. Das Gerät ist meins. Aber das ist doch nicht nötig. Sagt, du seist am besten dafür geeignet. Zum Glück haben dich die Gleise hergeführt. Tschuf Tschuf will, dass du die Schmierkanne aus dem Notfallkoffer nimmst. Tschuf Tschuf kann es kaum abwarten, hier zu. Hatte eh nichts. Schmierkanne! Waffe. Mach dir keine Sorgen, wenn du die Kiste zerschmetterst. Tschuf Tschuf hat keine Verwendung dafür. Tschuf Tschuf meint, er will gerne helfen, so wie du ihm geholfen hast. Er ist überzeugt, dass ihr euch aus einem Grund begegnet seid. Manchmal bringt dich der falsche Tuk-Tuk an den richtigen Ort. Er glaubt, du bist in der Lage, etwas zu verändern. Er hat es selbst erlebt. Meint, das Schicksal sei wie die Gleise. Sie führen dich in eine bestimmte Richtung. Und wenn du ankommen willst, solltest du nicht dagegen ankämpfen. Tschuf Tschuf ist begeistert, dass du die Arche entdeckt hast. Stell dir nur vor, wie viel schneller als ein Tuk-Tuk die sein muss. Und ganz ohne wettet, dass sie jeden Tuckerhof umkreisen könnte. Bei dem Gedanken wird ihm schwindlig. Die Welt erholt sich wieder. Es muss sie also keiner verlassen. Aber denk nur an all die Orte, an die die Arche dich bringen kann. Er freut sich, dass die Arche in deinen Händen ist. Er weiß, dass du zu wunderbaren Orten gehst und Gutes bewirken wirst. Fragt sich... Hier bietet sich die Gelegenheit, den Nächsten zu haben. Wer sich bewusst... Was? Wer hier... Wenn du... Wer bei Verstand... Hofft, du findest einen besseren Mitreisenden für die Arche, falls das überhaupt möglich ist. Tschuf Tschuf hat selbst auch noch genug. Okay. Kehr zu Wiss zurück. Okay. Alter, die Dialogen sind immer so lang. Ist ja auch langsam anstrengend. Auf jeden Fall, wenn ich das Spiel durch bin und irgendeinen Platz mache, mache ich den Erzähler weg. Ich habe keine Lust mehr. Das dauert immer so lange. Bis man weiterspielen kann. Das ist insane. Ja, es ist offen. Wiss sagt, bevor der Oktopod nicht ordentlich bewaffnet ist, solltest du gar nicht erst daran denken, den Trübschnaube anzugreifen.
Er freut sich, dir mitzuteilen, dass die Kanone, an der er arbeitet, nur noch Munition benötigt. Er sagt, sein alter Freund Bum stellt alle möglichen Dinge her, die für einen Knall sorgen. Das heißt, dass ein paar der von Bum abgefeuerten Pyrostäbe noch da draußen zu finden sind. Die sind wie rasende Bomben am Stiel. Okay, dann machen wir's. Eine Knallfabrik. Hier stellte Toxanol alle möglichen Plosivsachen her, bevor alles in die Luft flog. Archirang, achso. Ah, hier drin ist ein Gegner. Yo, was geht? Bam. Flieg und Sieg. Ich schaffe einen Pyrostab. Sieht aus wie ein ungeknallter Pyrostab. Sammle ihn lieber auf, bevor er explodiert. Nein. Ah doch. Hallo. Es ist unmöglich. Okay, eins. Einfach Dreieck spam. Okay. Cowboy-Hut. Vielleicht ist es später, als du denkst. Ist nachts schwer zu sagen. Oh, wieder zurück zu Wiz. Und bitte ist jetzt fertig gebaut. Ich will jetzt gegen den Weltenfresser-Boss kämpfen. Es hat auch langsam Zeit. Der Pyrostab hat ordentlich Wumms. Aber zielen musst du schon selbst. Zumindest hast du jetzt eine Chance, die Schwachstelle des Trübschnabers zu treffen. Du solltest auf den Kopf zielen, die Schwachstelle des Trübschnaubers. Denken scheint nicht zu seinen Stärken zu zählen. Wenn du nach Guppo suchst, solltest du mit Kime reden. Er verfügt quasi über einen natürlichen Sonar und weiß, wo die Guppos im Nass schwimmen. Das bedeutet, du solltest... Guppos sind wuselige Wesen und Ex... Oh, es ist immer noch nicht fertig. Mann. Kime. Ui. Mal sehen. Das jo, Kime, was geht? Grund. Ist froh, dir endlich zu begegnen. An seiner kleinen Küste wurde schon vieles angespült, aber nichts annähernd so Aufregendes wie du. Sagt, er liebe das Nass. Am liebsten möchte er Tag und Nacht darin sein. Du musst dich extrem angestrengt haben, um so weit in deiner Geschichtszukunft zu gelangen. Aber in welche Richtung wirst du weiter schwimmen? Mit dem Strom oder gegen ihn? Gegen das Nass schwimmt es sich schwer an. Doch wer sich fortspülen lässt, kann die Welt nicht retten. Me
Don't you worry. So oder so ist es eine Schande, wie widerlich das nass geworden ist. Findet, das Leben ist wie der Ritt auf einer Welle. Du musst die richtige wählen. Doch welche das ist, weißt du erst, wenn du auf der Spitze... fragt sich, ob das überhaupt jemand will. Die richtige Welle bringt einen überall hin. Kann sich gar nicht vorstellen, wie grandios es sein wird, auf einer glibberlosen Welle zu surfen. Die Welt wird weiterleben. Kann dir für deinen Kampf gegen den Glibber gar nicht genug danken. Freut sich, dass du mit den Myriad-Wellen reitest. Sie lassen alles, an dem sie arbeiten, erstrahlen. Sagt, sie strahlen so hell. Sie glänzen auf den Wellen. Doch nichts von alledem ist so wichtig, wie den Tag zu genießen. Oder? Selbst die Fische trinken hier nichts mehr, seit die Verschmutzung das Nass verdreckt hat und die Luft seine Kiemen verstopft. Sagt, das spielt keine Rolle, selbst wenn er es einmal konnte. Wer kann es denn jetzt noch? Sein Kumpel Wiz benötigt aus irgendeinem Grund Guppos. Kime weist dich gerne in die richtige Richtung. Aber hier wirst du nur tote Exemplare finden. Er ist ziemlich sicher, dass Wiz nur Lebende will. Zumindest die, die nicht bereits verwesen. Wenn du der richtigen Richtung folgst, solltest du jedoch ein sauberes Stück Nass mit einigen Guppos finden. Dann kannst du sie zu Wiz bringen und er kann tun, was auch immer er vorhat. Danke für den Tipp und tschüss. Es macht ihn doppelt. Und tschüss. 600 Meter, okay. Schade, dass bei dem Regen kein Boot vorbeischwimmt. Yo, Jungs, was geht? Oder ein bisschen Stress, hä? Oh. Ich kann mich nicht bewegen. Yo, der Angriff ist so cool. Du bist komplett bereit. Tödliche Waffen. Oh oh. Oh wow. Oh nein, ich dachte, ich habe schnell nachgeladen, aber nein. Egal. Ging eh sehr schnell. Das ist eine Guppo-Grotte. Alles ist in Gefahr. So.
Finde einen Weg, den Wasserstand abzusenken. Okay. Abzusenken. Ich kann nicht lesen, du. Da. Oh mein Gott. Nur noch ein paar Versuche. Oh, das war einfach. Mach bloß nichts falsch. Yay! Hallo! Hallo, ich drück. Dreck. Wuhu! Ich spamme Dreieck. So. Das ist ein bisschen komisch. Ist halt voll riesig. Ich muss warten, bis sie springen. Ja, genau. Genau. Ah, ja. Cool, fühle ich. Achso, ich muss ein bisschen warten. Komm, spring. Und zack. Easy. Das sieht cool aus. Berserker-T-Shirt. Fest verriegelt. So schnell wie alles den Bach runtergeht, können nicht mehr viele Tage übrig sein. Mhm. Nur noch ein paar Versuche. Hä? Mach bloß nichts falsch. Verwirrt. Ah, jetzt seh ich's. Oh, ich habe nicht so viele Versuche übrig. Oh, es hat doch gereicht. Ja, und da liegt was Legendäres. Ein Heft. Vollautomatikgewehr. Das ist auch richtig wild. Freier Fallbereich. Du hast einen freien Fallbereich betreten. Hier bewegst du dich anders fort. Drücke zum Aufsteigen. X. Ah, okay. Jo. Ich drücke auch X. Und so. Ja, sehr viele Rätsel. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Jetzt bin ich wieder zurück. Okay, okay, okay. Keresuist zurück, mach ich. Kaum vorankommt. Schnellreise. Ich glaube, gegen den Weltenfress machen wir in der nächsten Folge.
Jo, Wiz. Das sind genug Kupos, um den Oktopod mit unendlich viel Munition zu versorgen. Er ist überrascht, dass der Trübschnauber all diese Zeit den Atem anhalten konnte. Aus dem Schildkröte! Ein weiterer Beweis für den evolutionären Einfluss der Kontamination durch Toxanol. Nein. Unter dem Nass war der Trübschnauber ganz alleine, sodass er ungestört an der Wurzel mampfen konnte. Die Nordwestwurzel wurde also stärker in Mitleidenschaft gezogen als die anderen. Sicher reicht die Zeit noch aus, um gegen den Trübschnauber zu kämpfen. Doch er fragt sich, ob die Welt ihn überdauern wird, selbst wenn die Weltenfresser aufgehalten werden. Hey, Oktopod, verwende das übliche Bewegungssteuerung, dich im Oktopod befindest. Also, wenn du dich im Oktopus befindest, drücke für einen Schub L3. Drücke folgendes, um Angriffen auszuweichen. Kreis. Halte folgendes gedrückt, um einen Angriff aufzuladen. Viereck. Drücke folgendes, um Raketen abzufeuern. R2. Oh, hehe. Nice. Ja, Leute. Wie es weitergeht, ist... werden wir den nächsten Part erfahren. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel und nicht vergesst, die Glocke zu aktivieren. Wäre sehr nice. Und ja, Leute, have a nice day und ciao.